confronting us. Welche Kreatur sucht diesen Wald heim? Oh, Karnen ist keine Kreatur. Sie ist die Natur selbst. Sie ruft uns. Talion, wir müssen mit Vorsicht voranschreiten. Ja! Lass es enden! Geil! Lass mich enden! Komm zurück! Bring es gefälligst zu Ende! Ich mach dich kalt! Komm her und ich mach... Na, nicht du! Hab Gnade, Waldläufer! Lass mich hier nicht so... Sie tötet einen nach dem anderen! Grubenbiester zu Hunderten! Komm hervor und zeige dich! Heraus aus der Grube! Geknechtet sind Flüsse wie Bäume! Ich nehme an, das ist das Werk von Karnen? Dies ist der Wald von Karnen. Und sie schützt ihn mit der geballten Macht der Natur. Dieser Wald ist in gleichem Maß von Tod wie von Leben erfüllt. Sie sind untrennbar verbunden. Das ist Karnen. Was tun die Orks hier? Sie folgen Saurons Willen. Du hast keine Ahnung, wo du hier reingeraten bist. Hier, komm. Was ist sie? Die Karabur? Die Gule? Sie ist alles. Mähren werdet ihr 1000 Mäuler. Warum greifen diese Bestien uns nicht an? Sie hören ihr Lied. Sie sind ein Teil von ihr, so wie sie einer von ihnen ist. Doch sie schützen sich. Sie beobachtet uns. Nein. Sie ruft uns zu sich. Diese Karnen war nicht untätig. Wo bist du? Schneid mich los, Tag. Wir kämpfen uns frei und legen unsere Differenzen bei. Hier sind wir bloß Beute. Ich hab es! Der Baum! Sie ist der Baum! Der Geist Karnens ist Baum und Biest, Zahn und Klaue, Wurzel und Speer. Oh. Na, das war vorher aber nicht hier. Gewandelt und verkommen, dieser Fleischling. Wo ist die Fäulnis? Deine Knospen. Wächst du oder welkst du? Nein. Ein lebloses Biest bist du. Doch nein, du stirbst. Nicht
leblos, sondern untot. Vom Fleisch heimgesucht. Talion, wir können sie nicht besiegen. Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Leg dein Schwert hin und knie nieder. Niemals knie ich vor diesem Ding. Hüterin der Wildnis, Karnen! Wem rufst du dazu? In all ihrem Zorn. Kannst du sie bitten aufzuhören? Der Wind lässt nicht mit sich reden. Wir verbrennen mit euch und kehren wieder zurück. Mir scheint, als ob diese Karnen gar nicht so mächtig... Oh! Wieder und wieder aufzuerstehen in ein Loch mit dir. Was haben wir entfesselt? Das Leid der Wälder, den Schrei der Flüsse. Großer Geist von Karnen! Klage nicht, schweig still! Ihr erweckte Targoroth in
in tiefster Kluft vergraben. Des dunklen Herrschers Auge. Es nährt seine Flammen. Eure Schmiede, das Zündholz für die nahenden Feuer. Brennt ihr, brennen wir. Ein Feuer für alle wird es sein. Was haben wir erweckt? Untot! Ringschmied, deine Schmiede sinkt. Ein Riss zieht durchs Land. Feuer erweckt von kaltem Ring. Wir folgten deinem Ruf. Wir wollen helfen. Oh, das werdet ihr. Du, ein untotes Biest. Du, vom Fleisch heimgesucht. Wir finden Targoroth. Geht jetzt! Der Balrog wartet. Er erwacht in Schicksalsschatten, kämpft und sterbt und erwacht zu neuem Kampf. Bald und bald. Tod bezwingt Untod. Mir scheint, der Ring hat mehr geweckt als nur Sauron. Ja, wir müssen nach Gorgoroth und uns um diesen Balrog kümmern. Mit so einer Schale wahrsagen? Ja. Und das war sicherer, als einen Palantir zu benutzen. Denn die Visionen kennen nur eine Richtung. Enorm wimmelt es von Orks. Perfekt für unsere Zwecke. Was wurde aus Litharil und ihrem Volk? Königin Marwyn. Sie war die Erste, die eine Ork-Armee vorschlug. Diesmal wird alles anders. Wir haben den neuen Ring. Genug von deinem Gequatsche, Bruce. Ich töte dich jetzt vor den Augen all dieser Orks. Oh, ich habe immer gesagt, du seist ein Optimist. Weißt du, was das ist, Mann? Das ist, wenn man eine unmögliche Situation vor sich hat und denkt, ja, alles klar, das probiere ich aus. Ich bin da ganz ähnlich. Ich mag ihn. Ja, kommt nur her. Man kann nie zu viele Köpfe haben. Move
willst mich wohl durchbohren, was? Mit dem Schwert kannst du mich höchstens kitzeln, aber um mich umzulegen, wirst du schon mehr brauchen. Von nun an dienst du dem hellen Herrscher. Hell oder dunkel, ist mir doch gleich. Solange ich das Rückgrat meiner Feinde herausreißen kann, geht's mir gut. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ihr werdet unsere Armee wahrlich auf. Ich heiße Bruce und von nun an werde ich dein Schatten sein. Wer was von dir will, muss erst an mir vorbei. Sorge dich nicht um meine Feinde. Sie alle werden uns am Ende folgen. Wer sich in Mordor behaupten will, muss Eindruck schinden. In der Nähe gibt es eine Festung. Man sagt, dort herrscht ein zweiköpfiger Troll. Groß wie ein Berg und unglaublich clever. Was man bei zwei Köpfen auch erwarten würde. Töte ihn und du sendest damit eine Botschaft an Sauron und bekommst obendrein eine schicke neue Festung. Das schaffen wir nicht allein. Versammle deine Truppen. Sicher doch. Oh, aber bitte lass mich seine Köpfe abschnipsen, ja? Den Feind zu schwächen ist wichtig. Aber noch wichtiger für die Eroberung ist es, die eigenen Truppen zu stärken. Saubere Schnitte. Und sie haben ihre Waffen nicht gezogen. Das scheint mir Eltariels Werk zu sein. Sie handelt unüberlegt. Einige dieser Orks hätten gute Gefolgsleute abgegeben. Wir müssen sie finden, bevor sie all unsere potenziellen Rekruten erlegt. Allerdings, wenn sie es täte, bräuchten wir auch keine Armee. Wenn du nach Ringgeistern suchst, kommst du zu spät. Doch bevor ich ihn angriff, sprach er mit einem Ork, der anders als die anderen war. Es sind Würmer in der Nähe. Vielleicht können sie uns sagen, was vor sich geht. Falls wir sie lebend fassen. Du entscheidest nicht, wen ich am Leben lasse, Ringschmied. Das solltet ihr beide nicht vergessen. Ich hab genug von Orkfleisch. Ich esse es nie wieder.
Die Nazgul haben Umgang mit besonderen Orks. Wer sind sie? Sie werden Auserwählte genannt. Ja, aber ich weiß nicht, wofür sie auserwählt wurden. Ich mag ein schönes, fieses Maul. Was ist der Zweck der Auserwählten? Sie schützen die Hädie. Es geht irgendwie um den sehenden Stein. Das ist alles, was ich weiß. Was haben die Hädie enthüllt? Nur die Kreischer wissen es. Die Auserwählten töten jeden, der sich nähert. Woher kommen sie? Die Kreischer haben sie in einem Ritual erschaffen. Alles streng geheim. Ich weiß nicht wo. Solange der Hexenkönig den Palantir besitzt, werden alle Türme der Auserwählten seine Augen sein. Dann müssen wir sie blenden. Welcher Tag ist morgen? Ach, Schlag! Ich weiß doch auch nicht! Wer war das? Ist doch wohl nicht fortgeschlichen! Ich finde, was auch immer. Es ist der Tag! Ich ziehe einer gegen einen, Waldläufer! Ich glaube, das Ritual zur Erschaffung der Auserwählten. Wo findet es statt? Niemand weiß es. Wird ein Hauptmann erwählt, schicken die Kreischer einen Wurm, der ihm sagt, wo er hin muss. Sagen wir Eltariel, was wir wissen. Das ist für Sie nicht von Belang. Wir haben unsere Mission und Sie die Ihre. Ihre Mission ist die Vernichtung des Feindes, der uns folgt. Je mehr Wissen wir teilen, desto besser. Ich will den ganzen Wald abfackeln. Das ist eine Verschwendung für mein Spiel. Was haben deine Boten zu berichten? Der Hexenkönig sucht mit Hilfe der Hädie nach dem Ring. Sie erweitern die Macht des Palantirs. Orks, genannt die Auserwählten, bewachen sie. Auch wenn der Feind den Palantir besitzt, die Hädie sind trotzdem angreifbar. Gut. Wir kennen ihren Plan. Und jetzt zerschmettern wir ihn.